meine Lieben, heute habe ich ein neues Video für euch und heute gibt es wieder ein riesiges Aufgebraucht-Video. Ich habe eine ganz große Tüte hier neben mir liegen, die werde ich euch jetzt gleich komplett zeigen. Es sind natürlich wieder hauptsächlich Produkte aus der Drogerie dabei. Und dann wollte ich euch noch etwas fragen, denn ich muss in nächster Zeit einige Videos vordrehen, da wir in den Urlaub fahren und so weiter. Und da dachte ich, ich würde gerne mal wissen, was ihr euch denn so wünscht an Videos. Ich weiß, dass ganz, ganz viele immer unter meine Videos schreiben, dass ihr euch eine Schminksammlung wünscht oder ein Update. Ich habe ja schon mal eine Schminksammlung gedreht, die verlinke ich euch auch gerne nochmal in der Infobox. Ich möchte auch auf jeden Fall bald nochmal ein Update drehen, aber ich möchte meine Aufbewahrung noch so ein bisschen verfeinern und wenn ich die dann perfekt habe, zeige ich euch natürlich alles. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich beginne mal mit dem Balea Duschschaum hier. Vanilla Cream ist das. Ich habe euch, glaube ich, in meinem letzten Aufgebraucht-Video den anderen Duschschaum davon gezeigt. Und was soll ich dazu noch sagen? Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich die Balea Duschschäume richtig, richtig toll finde. Die Gerüche finde ich einfach so, so schön, weil die so süß duften und auch so, so langanhaltend auf der Haut sind. Der Schaum hat eine schöne Konsistenz. Also mag ich sehr gern. Außerdem habe ich zweimal, glaube ich, sogar diese Tuchmaske hier aufgebraucht. Und zwar ist das die aus der Aktivkohle-Reihe gegen unreine und Mischhaut. Ich fand die angenehm aufzutragen, also sie war irgendwie nicht so umständlich auf die Haut zu legen, wie ich das von anderen Tuchmasken gewohnt bin. Einen krassen Effekt bezüglich reinerer Haut habe ich nicht gemerkt, muss ich euch sagen. Sie war danach wirklich schön gepflegt, fand ich. Sie war auch ein bisschen mattiert, aber trotzdem mit Feuchtigkeit versorgt. Dann habe ich das Teebaumöl-Shampoo von Swiss Opal aufgebraucht. Also das benutze ich nicht jede Haarwäsche, sondern einfach so ab und zu mal und das tat der Haut oder meinen Haaren zumindest sehr, sehr gut. Und das soll auch die Kopfhaut beruhigen und ja, gegen Schuppen und fettiges Haar wirken. Dann habe ich das Rexona Deo hier aufgebraucht. Das ist das Maximum Protection Deo in der Geruchsrichtung Clean Scent. Also es riecht eigentlich wie jedes andere Rexona Deo aus dieser Reihe auch. Einfach, ja, sehr stark schon und cremig irgendwie. Ich finde, das ist das beste Deo, wenn man nicht auf Aluminiumsalze verzichten kann. Das hilft wirklich so, so gut. Man riecht gar nichts. Man kann so viel Sport machen, man riecht nichts. Aber ich benutze das auch nicht jeden Tag, weil ich eben nicht so viele Aluminiumsalze benutzen möchte. Ich habe mein liebstes Trockenshampoo aufgebraucht. Ich glaube, das ist auch wirklich in jedem Aufgebraucht-Video dabei. Das ist jetzt die Geruchsrichtung Tropical. Ich glaube, die fand ich bis jetzt am besten, weil die so schön nach Kokosnuss riecht. Ich meine, der Geruch ist bei allen Trockenshampoos aus dieser Reihe sehr, sehr stark. Aber solange der Effekt toll ist, ist alles andere egal eigentlich. Es ist wirklich das einzige Trockenshampoo, das die Haare frischer macht, finde ich. Dann habe ich noch ein weiteres Shampoo aufgebraucht und zwar ist das das Bonacure Moisture Kick Shampoo. Ich habe euch, glaube ich, in meinem letzten Aufgebraucht-Video die Kur davon gezeigt und jetzt habe ich auch das Shampoo aufgebraucht. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Reihe gewesen, weil die Haare sich wirklich sehr, sehr gut danach angefühlt haben. Sie sahen gesund aus und fühlten sich, wie gesagt, auch so an. Das ist natürlich eine Friseurreihe, deswegen auch entsprechend teurer als Drogerieprodukte. Ich fand den Geruch jetzt nicht ganz so toll, weil der nur so frisch riecht irgendwie, also jetzt nicht einen fruchtigen oder süßen Unterton hat oder so, aber ansonsten die Wirkung wirklich spitze. Ich habe das Micellenwasser hier von Balea aufgebraucht, die kleine Variante, also 200 Milliliter sind da drin. Fand ich in Ordnung. Ich habe ja das eine Micellenwasser, ich glaube, das habe ich auch dabei, ja. Das hier, was ich immer benutze. Und das habe ich jetzt immer mal so morgens benutzt, wenn ich einfach meine Haut noch mal ein bisschen, ja, reinigen wollte, nachdem ich sie mit Wasser gereinigt habe. Dafür war es vollkommen in Ordnung. Zum Abschminken habe ich es jetzt halt nicht so unbedingt benutzt. Aber mein liebstes Micellenwasser ist und bleibt einfach dieses hier von Garnier, das Hautklar 3 in 1 Micellenwasser, das ich ja zum Abschminken benutze und auch zum Reinigen der Haut natürlich, abends vor allem. Und ich finde, es reinigt gut und es tut was gegen Pickel und Unreinheiten. Natürlich, wie sollte es anders sein, habe ich einige Seifen aufgebraucht. Diesmal eine von Balea, die sanfte Berührung, Holunderblüte und Kirschduft hat die. Ich fand, die ist eigentlich wirklich gut, habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, weil der Geruch sehr, sehr schön ist. Aber die Verpackung ist eben ziemlich klein. Dann habe ich mir aus der gleichen Reihe hier nochmal das pure Erlebnis von Balea geholt und zwar mit Magnolien und grünem Teeduft. Das roch meiner Meinung nach nicht ganz so gut, aber es riecht schon so ein bisschen nach grünem Tee und einfach ein bisschen dezenter. Von Original Source haben wir außerdem die Kirsche- und Mandelmilchseife aufgebraucht. Die fand ich auch richtig gut, weil
Oh, der Geruch ist so schön und so langanhaltend. Also wenn wir uns die Hände damit gewaschen haben, hat man es auf jeden Fall noch lange danach gerochen. Und dann ganz einfach mal hier diese Nivea Creme Soft Seife. Riecht typisch nach Nivea und reinigt die Hände. Also tut, was eine Seife tun soll. Außerdem habe ich diese Multi-Masking-Maske hier aufgebraucht. Und zwar ist die ja einmal für die T-Zone, dann für die Augenpartie und für die Wangen gedacht. Also die soll den Wangen einen Glow verleihen, die T-Zone sozusagen mattieren und von Unreinheiten befreien und die Augen halt erfrischen. Ich fand die cool zum Auftragen. Sie war wirklich sehr, sehr angenehm beim Auftragen. Und ja, ich fand auch, dass sie den Wangen gut getan hat und auch der Augenpartie. Also sie hat viel Feuchtigkeit gespendet. Bei der T-Zone habe ich ehrlich gesagt nicht ganz so viel jetzt gemerkt, obwohl ich mir da gerade so einen tollen Effekt gewünscht habe. Dann habe ich wieder meinen Mattifying Perfection Concealer von P2 aufgebraucht. Aber jetzt habe ich ja auch mal wieder andere Concealer benutzt. Das habe ich euch auch, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe bloß den hier noch gefunden, den musste ich noch leer machen. Habe ich auch. Ich finde, der ist perfekt für meinen Hautton. Aber deckt halt nicht ganz so stark. Und dann habe ich noch 3 Eyeliner hier aufgebraucht. Hier ist mir leider die Kappe abhanden gekommen und der ist jetzt ausgetrocknet. Ich fand den beim ersten Auftragen auch überhaupt nicht gut, weil der überhaupt keine Farbe abgegeben hat. Aber so mit der Zeit hat er dann plötzlich funktioniert. Ich weiß nicht, woran es lag. Wasserfest? Nee, eigentlich nicht. War genauso wie jeder andere Eyeliner auch. Und ich finde die Spitze einfach ein bisschen zu dick. Und dann habe ich hier noch den Catrice Calligraph Ultra Slim Eyeliner aufgebraucht und den Superliner von L'Oreal. Also der Eyeliner von L'Oreal bleibt einfach mein Favorit. Die Spitze dafür ist perfekt, auch die Konsistenz davon. Also sie ist recht hart und deshalb kann man ganz gut damit zeichnen. Die vom Calligraph Concealer ist auch gut. Also die ist schön dünn und deshalb kann man auch gut damit zeichnen. Aber sie ist mir ein bisschen zu weich und deshalb weiß ich nicht. Ich finde, die Farbabgabe ist bei dem L'Oreal vielleicht auch noch ein kleines bisschen besser und ich bleibe bei diesem hier. Ich habe 2 Duschschäume von Isana aufgebraucht, beziehungsweise sind das Duschmousse? Duschmousse? Einmal Vanilla Cupcake und einmal Strawberry Milkshake. Und ich finde den Vanilla Cupcake Duschschaum wirklich richtig gut. Also vom Geruch her toll. Ist von der Konsistenz her auch wie jeder andere Duschschaum. Den Strawberry Milkshake Duschschaum fand ich auch gut. Aber hier hat mir der Geruch nicht ganz so gefallen. Also er hat schon nach Erdbeere gerochen, aber ich finde, er hat so einen Nachgeruch von Lakritze. Und ich mag Lakritze eigentlich, aber so auf der Haut, weiß nicht. Also mein Favorit eher dieser Duschschaum. Also auf jeden Fall dieser Duschschaum. Dann haben wir noch das Elvital Pflegeshampoo hier aufgebraucht. Das ist auch gegen einen fettigen Ansatz und gegen trockene Spitzen. Ich finde, man muss das Haar erst ein bisschen dran gewöhnen, dann bringt es auch was. Der Geruch ist sehr, sehr schön frisch, man riecht ihn auch sehr, sehr lange. Aber ich bin jetzt doch wieder dabei, mal andere Shampoos auszuprobieren, deshalb musste Willi jetzt den Rest hier aufbrauchen. Von Mercy Handy habe ich außerdem das Flower Power Handgel hier aufgebraucht. Das ist auch total schön, weil es schön aussieht und gut riecht. Also es desinfiziert die Hände und ist dazu noch ein kleiner Eyecatcher. Und zu guter Letzt habe ich noch das Nivea Deo hier aufgebraucht. Das ist das Fresh Natural Deo. 0% Aluminium hat das. Ich habe mir erhofft, dass das ein kleiner Dupe zu dem hier ist, aber es kann natürlich nicht damit mithalten. Es hat halt keine Aluminiumsalze und ist deshalb lange nicht so wirksam wie das andere. Um das mal zwischendurch zu verwenden, ist es vollkommen in Ordnung und es hat einen ganz frischen Geruch. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt mich gerne kostenlos abonnieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Ich wünsche euch nun noch einen wunderschönen Tag und sage tschüss.